Als ich mal wieder an einem Abend in meinem Zimmer saß, war mir klar, dass ich für die Universität lernen musste. Stattdessen war ich im Internet und schaute mir verschiedene Angebote von Dingen an, die ich gerne kaufen wollte. Wenn es eine gute Zeit gab, einen Haufen Geld auszugeben, das ich nicht brauchte, dann war es genau dieses Wochenende. Nebenbei behielt ich potenzielle Gegenstände im Auge, die ich mir zu Ostern wünschen könnte. Auch wenn es meistens nur Schokolade gab, war es ein Versuch wert, da bei meinen Eltern solche Tage oft mit Geschenken verbunden waren. An diesem Abend war ich vollkommen entspannt, da meine Eltern nicht zu Hause waren. Normalerweise machten sie immer den Haushalt und zwangen mich förmlich mitzuhelfen, sodass ich nicht sonderlich viel Zeit an meinem Computer verbringen konnte. Doch an diesem Abend war ich glücklich, weil das Haus für das ganze Wochenende mir gehörte. Um mich herum gab es verschiedene, schnelle, im Ofen zubereitete Mahlzeiten und einen Haufen Snacks, die normalerweise für die Filmabende der Familie reserviert wurden. Während der Abwesenheit meiner Eltern war es meine Aufgabe, das Haus zu überwachen. Aus dem Grund bediente ich mich an der Spardose in der Küche und ließ mich für meinen Job als Nachtwache bezahlen. Meine Arbeit war einfach. Ich musste es lediglich so aussehen lassen, als wären alle in diesem Haus da, obwohl meine Familie nicht zu Hause war. In meiner Nachbarschaft wurde in der Vergangenheit eine Reihe verdächtiger Verhaltensweisen gemeldet. Daher wollten meine Eltern besonders vorsichtig sein. Da ich die ungesunde Angewohnheit hatte, im Dunkeln zu sitzen und auf einen hell erleuchteten Bildschirm zu starren, fiel es mir sehr deutlich auf, als ein anderes Licht den Raum betrat. Ich drehte mich um und sah die Vorhänge zum vorderen Fenster glühen. Der Bewegungsmelder vorne hatte eine Bewegung draußen aufgenommen. Als ich nachschauen wollte, was das war, dachte ich darüber nach, dass es in meiner Nachbarschaft zahlreiche Hundebesitzer gab und dass der Nachbar nebenan namens Gary ebenfalls einen Hund hatte. Es passierte nicht selten, dass die Hunde an unserem Hof vorbeirannten und das Licht von dem Bewegungsmelder auslösten. Auch wenn es eine ziemlich nervige Angewohnheit war, gewöhnten wir uns mit der Zeit daran. Bevor ich den ganzen Weg zur Tür laufen würde, drehte ich mich wieder um und kehrte zurück zu meinem Platz, an dem ich mich den wichtigen Dingen des Lebens widmen konnte. Amazon nach günstigen Preisen durchforsten und meinen Warenkorb füllen. Zunächst ging das Licht aus, doch nicht lange danach ging es wieder an. Beim zweiten Mal richtete ich meine Aufmerksamkeit dem Licht und versuchte, den Auslöser nachzuvollziehen. Wenn ein Spaziergänger an unserem Haus vorbeiging, dann wurde der Bewegungsmelder nur einmal ausgelöst. Beim zweiten Mal war es untypisch, sodass für mich nur eine Sache logisch erschien. Ein Hund machte es sich in unserem Garten bequem, um sein Geschäft zu verrichten. Ich hasste es, weil es immer meine Aufgabe war, den Haufen von dem Grundstück zu entfernen, da meine Familie bei solchen Dingen zimperlich war. Ich stand auf und lief schnell zum Fenster, um zu sehen, wessen Hund das war, um denjenigen zur Rede zu stellen. Als ich den Vorhang zur Seite zog, war ich überrascht, wie anders die Szene in meinem Vorgarten aussah, als ich es mir vorgestellt hatte. Im Hof war kein Hund. Aber es gab immer noch etwas, was den Sensor auszulösen schien. Es war eine Person, eine große, erwachsene Gestalt, die bedrohlich in der Mitte des Gartens stand. Sie stand am Rand des Sensors von dem Bewegungslicht und war durch die Dunkelheit wirklich schwer zu erkennen. Ich starrte eine Weile in die Richtung und fragte mich, was los war. In meinem Kopf wollte ich das Fenster aufmachen und nach der Person rufen, nur für den Fall, dass sie vielleicht nach Hilfe suchte. Doch irgendwie konnte ich das nicht, da mich eine leichte Angst überkam und ich mich doch lieber fernhalten wollte. Deshalb ließ ich den Vorhang fallen und widmete mich wieder meinem Computer. Als ich hinter dem geschlossenen Vorhang stand, wurde das Licht dunkler und ich nahm das als Anlass, um ins Zimmer zu gehen. Doch als ich mich umdrehte, ging das Licht wieder an und beleuchtete erneut das Fenster. Diesmal jedoch sprang ich zurück und stieß einen lauten Schrei aus. Mein Herz raste und meine Augen weiteten sich, als das Adrenalin durch mich schoss. Etwas war diesmal anders. Anstatt dass das Licht einfach durch das Fenster schien und den gesamten Vorhang erhellte, war es viel dunkler als zuvor. Als ich genau hinschaute, konnte ich einen dunklen Fleck sehen.
In der Mitte des Vorhangs befand sich die Silhouette einer Person, die sich sehr nah an der Glasscheibe befand und so aussah, als würde sie versuchen, hineinzustarren. Es gab kein einziges Szenario, in dem die Person nicht wusste, dass ich dort stand und wie erstarrt zurückblickte. In einer Flucht- oder Kampfreaktion stürmte ich zur Haustür, um zu überprüfen, ob sie zugeschlossen war. Zu meiner Erleichterung war sie es, doch ich machte noch zusätzlich die Verriegelung dran, um besonders vorsichtig zu sein. Meine nächste Reaktion war, die Polizei anzurufen. Ich wollte auf keinen Fall mit dieser Situation alleine sein, deshalb schlängelte ich mich vorsichtig zum Computer im Wohnzimmer zurück. Doch bevor ich in den Raum treten konnte, blieb ich stehen. Das Licht meines hell erleuchteten PC-Monitors warf einen Schatten, von dem ich wusste, dass er es nicht tun sollte. Es war der lange Schatten einer Person, die im Wohnzimmer stand. Die Angst überkam mich, als mir klar wurde, dass die Figur bereits eingedrungen war. In diesem Moment wandte ich den Kopf zurück zum vorderen Fenster und war verwirrt. Die Silhouette von vorhin war immer noch da, unheimlich stehend vor dem beleuchteten Fenstervorhang. Bei diesem Anblick breitete sich Panik in mir aus und ich stolperte mit einem lauten Geräusch nach hinten. Im nächsten Augenblick hörte ich Schritte, die auf mich zukamen. Ich gab jeden Anschein von Heimlichkeit auf und rannte nach vorne. Ob diese Personen zusammenarbeiteten oder nicht, war mir in diesem Moment egal. Ich dachte nur daran, dass ich mich in meinem eigenen Haus gefangen fühlte und so schnell wie möglich von dort verschwinden musste. Beim Aufschließen der Tür begann die Person im Haus zu schreien. Er schrie mich an, stillzustehen und anzuhalten. Es war naiv von ihm zu denken, dass ich zuhören würde. Ich bewegte mich nur schneller und wusste, dass der einzige Weg zum Überleben darin bestand, das Gegenteil von dem zu tun, was er wollte. Ich schaffte es, die Haustür zu öffnen und rannte in die Dunkelheit. Ich setzte alles auf eine Karte und rannte zu der großen Gestalt, die jetzt mitten im Gras stand. Meine Angst verwandelte sich zu einem Hoffnungsschimmer. Wenn eine verdächtige Person mein Haus betrat, war diese Person jemand, der versucht hatte, mich zu warnen. Ich ging direkt zu ihm und wandte mich wieder der Haustür zu. An dieser Stelle fühlte ich mich etwas sicherer, da ich wusste, dass ich nicht allein war. Als das Licht von dem Bewegungsmelder anging, traf die Helligkeit mitten in mein Gesicht. Als ich meine Augen anpassten, wurde mir klar, wer die Person in meinem Haus war. In der Haustür stand mein Nachbar Gary, den meine Eltern im Notfall einen Hintertürschlüssel gaben. Er schrie mich immer wieder an, um mich vor der Figur draußen zu warnen. Doch meine Angst hatte mich bereits so weit nach draußen getrieben. Mein rasendes Herz sank tief in mein Bauch und Galle stieg in meinem Hals auf. Nicht nur wegen der Panik, sondern auch wegen des verrotteten Geruchs, der von der Figur neben mir ausging. Ich wagte nicht, in sein Gesicht zu sehen, aber die schrecklich verrottete Haut an der Hand an der Seite genügte, um zu wissen, dass ich einen schrecklichen Fehler begangen hatte. Ich warf einen letzten Blick auf Gary, um zu sehen, wie er mir helfen konnte. Doch ich sah nur, wie sich seine Lippen bewegten mit den Worten »Es tut mir leid«, während er die Tür zuschloss. Nachdem ich das Einrasten der vorderen Verriegelung gehört hatte, nahm ich eine leichte Bewegung wahr. Es war der Kopf von dieser Gestalt, die sich langsam zu mir drehte und in meine Richtung schaute. Ich starrte weiter nach vorne, weil ich diesen Anblick nicht ertragen wollte. Mein Blick wanderte auf die Tür. Doch meine Sicht wurde durch meine Tränen immer verschwommener. Bis heute konnte ich mich nicht daran erinnern, wie ich diese Nacht überleben konnte.